und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute zeige ich euch, wie Simone und ich 4 Altblockflöten aus Olivenholz ausprobiert haben und miteinander verglichen haben. Und davon waren 3 aus der etwa gleichen Preiskategorie und eine war noch etwas teurer. Warum Olivenholz? Wir hätten auch Grenadill, Ahorn, Buchsbaum oder Palisander beispielsweise wählen können. Wir wollten einfach mal aus ein und derselben Holzsorte verschiedene Firmen vergleichen und einfach mal ausprobieren, wie so die Klangunterschiede sind. Das Ganze haben wir wieder in unserem Laden hier vor Ort gemacht in Berlin, in dem ich schon viele Blockflöten gekauft habe für Schülerinnen und Schüler, die Holzbläser. Und ich möchte gleich dazu sagen, das waren alles sehr gute Blockflöten und es hat einfach Spaß gemacht, diese schönen Blockflöten mal miteinander zu vergleichen. Und das würde man ja auch tun, wenn man jetzt die Flöte wirklich neu kaufen möchte. Simone hat schon eine Altblockflöte aus Olivenholz, von daher brauchte sie keine. Aber wir durften netterweise die Flöten einfach mal miteinander vergleichen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei zuzuhören und kriegt vielleicht Inspiration. Zur Auswahl hatten wir die Möck Rottenburg aus Olivenholz, die Küng Superio aus Olivenholz und die Küng Marcias aus Olivenholz und die Mollenhauer Denner. Und ich muss erst noch dazu betonen, dass das natürlich in der Videoaufnahme nochmal anders klingt als in echt. Dann ist es auch nochmal so, dass man anders hört, wenn man selbst spielt oder ob man nur zuhört. Und dann ist es auch noch eine wichtige Sache, ob ihr einfach nur einen kurzen Lauf rauf und runter ausprobiert oder ob ihr mal ein echtes Stück spielt. Und das kann ich gleich schon vorwegnehmen. Die Küng Superio hat sehr gut abgeschnitten im Vergleich und hat mich auch überrascht. Andererseits höre ich dann aber selbst auch hinterher auf der Aufnahme und hatte auch im Moment den Eindruck, dass die Möck Rottenburg zum Beispiel bei einem Stückchen Telemann, was ich dann gespielt habe, doch irgendwie schöner klang. Und auch im Blindtest, Simone musste ja immer die Augen verschließen, fand sie die in dem Moment auch schöner. Es ist also eine Momentaufnahme. Wir können alle diese Flöten wärmsten Herzens empfehlen. Aber ihr müsst eben auch verschiedene Sachen ausprobieren. Mal euer Lieblingsstück mitnehmen und spielen. Bildet euch euer eigenes Urteil. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es Spaß macht zuzuhören. Wir hatten jedenfalls viel Spaß dabei. Und ja, dann wünsche ich gute Unterhaltung. Blockflöten wollen Simone und ich heute mal für euch vergleichen. Die sind alle aus demselben Holz geschnitzt, nämlich aus Olivenholz. Ja, wiegt insgesamt nicht viel. Olive ist das leichteste Holz, glaube ich, für Blockflöten oder eins der leichtesten. Also alle das gleiche Holz, aber von verschiedenen Firmen und auch in verschiedenen Preiskategorien. Und wir wollen mal hören, hört man überhaupt Unterschiede und wenn ja, welche? Also Simone, welche Olivenholzflöten hast du jetzt denn da? Ich habe jetzt hier eine Mollenhauer. Welche Mollenhauer? Da gibt es ja ganz viele. Das ist die, hilf mir. Moment, da muss ich das... klar, wir haben ja nur eine Mollenhauer dabei. Das ist die Mollenhauer Denner. Genau. Okay. Die hast du auch als Tenorblockflöte zu Hause. Ne? Mollenhauer Denner. Genau. Genau. Und das andere ist eine Küng. Superio, genau. Superio. Superio oder Superio, weiß ich nicht. Und ich habe hier noch eine Küng, das ist die Küng Marcias. Und das ist jetzt, glaube ich, die teuerste der Flöten hier. Und da bin ich selber sehr gespannt. Ich habe nämlich von immer mehr Spielerinnen und Spielern gehört, dass sie auf die schwören. Deshalb bin ich sehr gespannt. Und hier habe ich eine Möck Rottenburg aus Olivenholz und ich schwöre ja bisher für meine Schülerinnen und Schüler auf Möck Rottenburg, sage ich ehrlich, aber ich will mich gerne noch überzeugen lassen. Gut, wir fangen an, indem du mal drauf spielst, ja, und ich gucke nicht und sag dann, was mir gefallen hat oder nicht gefallen hat. Musik.
hat die erste sehr gut gefallen. Mhm. Und die letzte war auch schön. Sagen die dritte. Die dritte? Ja. Okay, das war die Küng Superio. Die ist preislich ungefähr vergleichbar mit der Möck Rottenburg und der Mollenhauer Denner. Und die einzige teurere ist ja die Küng Marcias, ne? Ich verlinke euch die Flöten hier unter dem Video und auch die, dann könnt ihr natürlich die Preise auch gucken, ja? Als ich jetzt selber gespielt habe, hat mir eine andere besser gefallen als vorhin. Die Marcias tatsächlich. Hm. Jetzt könnten wir die nochmal vergleichen mit deiner Favorisierten. Das war ja auch eine Küng. Superio. Also sie sind jetzt beide von Küng. Die ist in der Preiskategorie wie Rottenburg. Also das geht, glaube ich, bei gut 300 Euro los und aus Olivenholz um die 700 Euro. Und die Küng Marcias ist um die knapp 1200 Euro, also 1100. Noch was. Genau. So, jetzt spiele ich mal die Küng Superio und die Küng Marcias und du darfst nicht gucken, welche ich mache, ja? Die letzte. Ja, ne? Wir dürfen aber immer wiederum nicht vergessen, dass wir jetzt eine höhere Kategorie vergleichen mit den anderen. Ne? Aber mich hat das mal interessiert, weil die Marcias ja einiges teurer ist als die anderen, ob sich das lohnt quasi. Ob, ne? Und ja, ist eine persönliche Entscheidung letztendlich. Also wenn ich eine Blockflöte vom Flötenbauer habe, die ist ja nochmal teurer. Und die Marcias sind so dazwischen, ne? Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist auch letztendlich wirklich immer eine Frage, was man sich leisten kann. Natürlich, ja. Also ist ja schon ein Unterschied, genau. So vom Preis her. Und wie gesagt, ich bin mit meiner auch super zufrieden. Ja, also das ist ja schon eine High-Class. Genau, das ist schon mal super. Genau. Ja, jetzt machen wir mal der Ehrlichkeit halber, lassen wir mal diese Marcias weg. Die ist so ein bisschen besser auf jeden Fall als die anderen. Also ich glaube, das haben wir beide jetzt gefunden. Ne? Und vergleichen jetzt mal die drei aus derselben Preiskategorie. Möck Rottenburg, Mollenhauer Denner und Küng Superio. Also ich würde sagen, die zwei letzten waren kräftiger im Klang, wobei mir die mittlere am besten gefallen hat, weil die hatte auch noch einen runderen Klang dazu. Die erste fand ich ein bisschen dünn vom Klang her, kann aber auch, das ist noch wichtig zu sagen, vom Raum abhängen. Wir sind hier im ganz kleinen Raum, ne? Und ich habe eine Vermutung, dass die erste die Mollenhauer Denner war. Die klingen so ein bisschen schlanker und vielleicht subtiler. Oder? Habe ich das richtig? Das war Doch, klar. Das ist die Mollenhauer. Das war die erste. Das war die erste. Und die klang feiner und ein bisschen subtiler und ein bisschen zarter. Und das kann zum Beispiel in der Kirche sehr schön klingen. Mhm. Ja, das müssen wir dann nochmal in so einem Raum auch vielleicht ausprobieren. Aber ich persönlich mag Powerflöten, die gleich schon kräftig klingen. Und welche war jetzt die zweite? Das würde mich das interessieren. Das war die hier. Ach, sieh an, das war die Superio von Küng. Okay. Und die dritte war die Mollenhauer. Die Möck Rottenburg. Okay. Ja, dann würde ich jetzt mal die Möck Rottenburg und die Mollenhauer. Die Küng Superio nochmal vergleichen. Mhm. Also die Möck Rottenburg und die Küng Superio. Die erste besser gefallen. Ja, mir auch.
Ja, also jetzt könnte man noch mal so einen letzten Durchgang machen, wo jeder von uns alle vier spielt. Mhm. Und man muss sagen, die eine und die war's. Und dann bin ich gespannt, was rauskommt. Okay. Ja? Okay, bitteschön. Komischerweise habe ich jetzt wieder andere Sachen gehört als vorhin. Ja, ich komme langsam durcheinander. Ja, also insgesamt doch die letzte hat mir am besten gefallen. Okay, das war die. Das ist die Marcias. Kühn. Ja, die Marcias. Also ist berechtigt, finde ich. Ist mein Fazit. Ist berechtigt, dass sie teurer ist. Schneidet ist immer am besten ab hier bei allen Tests. Jetzt kommt dein Test noch. Vorletzte, die dritte. Das war auch wieder die Marcias. Ja, das ist wirklich der Hammer. Okay, gut. Eindeutiges Fazit. Wie gesagt, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, wenn ihr jetzt mal angenommen, ihr habt jetzt lauter Mollenhauer Denner aus Olivenholz. Ihr habt da zwei oder drei oder vier oder fünf Stück, alle aus Olivenholz. Klingt jeder nochmal ein bisschen anders. Also tendenziell sind natürlich alle Mollenhauer Denner gleich. Und alle Möck-Rottenburg sind wie alle Möck-Rottenburg und so weiter. Aber jedes Stück Holz ist anders. Und es kann sein, dass euch die eine Olive gerade ein bisschen besser gefällt als die andere. Ich weiß, das macht das jetzt nicht gerade einfacher. Es wäre natürlich interessant, jetzt von der Marcias mal verschiedene Hölzer zu vergleichen. Mhm. Das machen wir dann ein anderes Mal. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Video gefällt, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und lasst uns ein Abo da auf Veras Blog für den Kanal und aktiviert das Glöckchen, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn es ein neues Video gibt. Dann verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal und freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.